Das mal ohne Weihnachtsmarkt ist ja auch gut. Gell? Ach, der Peter ist ja schon nicht schön. Auf geht's. Und da ist er. Hauptsache, sie haben die Nazis. Das ist mir nicht klar. Kommen Sie glauben, ne? Was die Propaganda wirkt. Ja, die Weimarer Republik ist schon nicht wichtig. Die haben sie kaputt machen, bevor sie so weit waren. So, jetzt geht's in die Ausstellung. Wir empfangen hier was. Gallo und Finn, außerdem, dass das schon immer so gemacht wird. Hohen Wänden, also sehr nach oben. Mhm. Also ein tolles Café, muss ich sagen. In diesem Land auch. Thank you.
Deswegen ist das so viel. So, das sind die Rugby-Spiele von Edmund. Das war's in Frankfurt in Schirn. Ausstellung über die Weimarer Republik. So sind sie da drin. So. Also vom Ambiente her ist es stetig schon besser. Der Berghahn. Okay. So heißt der Architekt. Der auch den Hauptbahnhof, das ist die. Das hat schon. Sehr schön. Direkt diese Schule entfernen, ist das auch noch? Da muss man sich eigentlich nochmal drum kümmern, wenn das dann so ist. Ja, du musst. Ja, das ist ja lecker hier. Ja, also, Horst West ist bestens. Die Empfehlung war sehr gut. Das war jetzt die Schokolade, mein lieber Freund. Das muss man aber erst verstehen zu essen. Das ist bitte. Ja, wenn wir schon mal da sind am Dom, ne? Da können wir auch mal rein. Why not? Ja, ein paar gute Wünsche sind immer angedacht, denke ich. Ich habe gedacht, die muss weg nach der Heiligen Drei König. Normalerweise ist es nach dem 6. Jahr noch nicht mehr da. Genau, ne? Meine Mutter hat darauf gestanden, dass dann alles abgebaut war. Bist du katholisch? Ja, bei mir steht aber jetzt auch noch alles daheim. Wenn wir da hingucken. Das weiß ich nicht einmal, aber jetzt habe ich es entdeckt. Wenn das, ja, schon, wenn das schon da ist, ist es katholisch. In Frankfurt wird ja auch die Fastnacht gefeiert. Ja, es stimmt. Und da
Tabernakelbrause. Das ist schon katholisches Zeichen. Und hier sind die Messdiener gefragt, das ist eindeutig für. Der Duft der großen weiten Welt. Und hier hast du halt die Banken, ne? Die Banken, die Kranken. Die kranken Banken hast du hier. Und im jetzt Sommer, kommen wir zum Eisernen Steg. Ja, und im Sommer ab 13. So. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du hier... Jede Bank braucht ein Haus, ne? Ein Hochhaus zumindest. Ja, das werden aus London noch mehr kommen. Ach so? Das ist so. Okay. Und da hinten ist der... Der EZB, genau. Was ein Koloss. Letztes Mal, wie ich hier war, war noch Nebel. Aber jetzt sieht man es, genau. Das ist schon ein sehr interessantes Gebäude, finde ich. Aber sehr mächtig. Guck dir das daneben dran an, hast du das gesehen? Das sieht aus wie der Turmbau zu Babel, abgebrochen irgendwie, oder? Ja, ist es. Wenn das nicht wäre, wäre was anderes. Ja, aber wäre Frankfurt nicht reicher. Nee, hast schon recht, das ist schon in Ordnung. Dafür, dass es total zerbombt war, was soll's. Also ich weiß nicht, warum. So, jetzt machen wir mal noch einen Schwenk vom Ufer Sachsenhausen rüber nach Frankfurt, nach Bankfurt, über den Main. So, jetzt gehen wir über den Eisernen Steg wieder zurück zum Dom und zum Römer. Baut aber nicht anders da. Und da waren wir jetzt drin in der Weinstube am Römer. Da gibt es kein Äppelwein, wohlgemerkt. Es gibt nur Wein und Bier. Also, wenn wir schon da sind, ups. Dann heißt es, du solltest nicht mehr. So, das ist die Hauptwache. So, jetzt müssen wir bloß die richtige Gasse erwischen. Durch diese hohle Gasse. Sollte er kommen, aber was Bento wissen wir nicht. Das. Guck, da haben sie alle ihre bombastischen Gebäude in den Schluchten von Frankfurt. Und da sind wir jetzt. Also ich finde sie schon imposant. Und immer mal da rein, ja? Das ist es endlich, was er meint. Tja, auch. Keine Frage. So zeitlich. Das hat mir schon. Richtig, ich finde auch diesen großzügigen Platz hier draußen. Ja. So, jetzt sind wir da. Das ist doch wunderbar. Aber Achtung, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das bis heute Abend so eine Stimmung gibt. Also ich behalte ja hier meine Tasche rein. So, jetzt geht's schon wieder weiter. Der Ober, die Philharmonie, okay. Nee, also mir ja, sehr gut, sehr gut.
nach dem Krieg, weil sie nichts anderes hatten. Ja. Guck mal, das sind jetzt unsere Genauso die Bilder, die wir dort im Museum gesehen haben, der Weimarer Zeit, sind eigentlich auch wirklich gewesen. Der Alte auch wieder hergestellt hat, weil von ansonsten kann sowas nichts haben. Da ist vollkommen recht. Aber du kannst mir sagen, was du willst. Ich finde, du bist leuchtend. Mal nochmal in Abschied. So. Ein bisschen mit Humor. Also zum Teil. Ach so gut. Wenn du das so siehst, dann, dann gibt es hier Hoffnung. Auf jetzt müssen wir da durch diese hohle Gasse müssen wir raus. So, jetzt geht's heim.